Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. Lenneblecker, Flair, wir im Süden Europas. Eine wunderschöne Veranstaltung heute hier am Samstag von Augusta Hart Horizonte. Und ich habe den Bernd Steinhoff bei mir, Bernd. Das Flair, das Wetter, die Stimmung, die Leute, es hätte nicht besser sein können. Ja, es ist angerichtet, mal wieder ein wunderbarer Abend hier in Lennep. Und großartig, dass wir sowas hier veranstalten durften mit super Partnern, die das alles möglich machen. Schönen Dank wirklich an Tobi Riemann, an Mikafe, an Saro, an die Leute vom Knoten, die so wunderbar den Bierwagen machen. Und vor allen Dingen natürlich auch an unsere Klienten, Angehörigen und Ehrenamtlern, sowie den Mitarbeitern, die den Krebsstand, den Weinstand machen. Ich würde sagen, das war mal wirklich wieder ein schöner Abend hier für Lennep, ein schöner Abend für Remscheid. Ich bin super happy. Genau, und das sollte man sein. Und etwas, was du gerade nicht erwähnt hast, aber was gerade was Besonderes ist, weil es da hinten nämlich steht, ist Elimba, diese Schokoladenspezialität. Hast du das selber mal ausprobiert? Ja, na klar. Elimba ist natürlich für mich hier sozusagen der Kakao, die Sahne im Kakao. Und das ist eine großartige Geschichte. Ich habe es 3-4 Mal schon ausprobiert. Ist ein Produkt, was bei uns hergestellt wird. Und das ist geschmacklich fantastisch. Es ist was Neues, es ist ein Kakaoprodukt, das sättigt, das leicht euphorisiert und einfach super gut schmeckt. Also ein Superfood par excellence. Also Bernd ist schon überzeugt und wir haben mal vorbeigeschaut bei Elimba zum Thema Schokolade. Etwas Besonderes hier, Kakao, das Thema Elimba, und ich habe den Elias bei mir. Was ist Elimba, was macht ihr, du und deine Mutter? Wir importieren einen ganz besonderen Kakao aus Peru und stellen daraus eine Kugel her, die man in Flüssigkeit zu einem Kakaogetränk auflösen kann. Und anders als beim konventionellen Kakao hat das neben dem guten Geschmack noch eine sehr anregende und euphorisierende Wirkung. Das heißt, es macht richtig, also ist ähnlich wie bei Koffein und bei Teein, dass du halt wirklich so ein bisschen wach wirst. Und nebenbei hast du noch so ein sehr emotionales Hoch danach. Ich bin ja Kakao-Fan und du hast mir im Vorgespräch gerade erklärt, dass so wie ich das jetzt mein ganzes Leben lang getrunken habe, nämlich Kakao mit Milch, eigentlich falsch ist. Wieso? Erklär das mal bitte. Also die Inka und die Azteken, die trinken schon seit tausenden von Jahren Kakao als aufputschendes Getränk. Und in der traditionellen Rezeptur wird Kakao ohne Milch getrunken, sondern mit Wasser einfach nur. Mit Wasser und Chili vor allem. Chili aktiviert das Ganze nochmal und gibt dem Ganzen so einen richtigen Kick. Und ja, genau. Wie ist denn so die Reaktion auf dieses besondere Getränk, das ihr hier heute hier anbietet? Eigentlich relativ gut. Also die Leute sind ein bisschen zaghaft. Es kommen nicht allzu viele Leute jetzt hier gerade vorbei. Aber doch, also die Leute, die es probieren, sind auf jeden Fall eigentlich generell immer überzeugt. Und als Start-up, wie ist das Thema Kakao in den Markt einzuführen in dem Sinne? Also es ist eine ganz besondere Aufgabe für uns, weil Kakao in der Form noch nicht in Europa existiert und viele Leute denken, okay, Schokolade, das kenne ich ja schon, braucht man da wirklich noch ein neues Produkt, aber Kakao in der Form ist halt nochmal was ganz Neues und da müssen Leute erstmal nochmal besonders rangeführt werden und es muss erstmal quasi verständlich gemacht werden, dass es eine besondere Wirkung hat, dass es gesund ist und auch, dass es eine Mahlzeit ersetzt, dass es all diese Eigenschaften hat. Und diese ganzen Komponenten. Ja, danke schön, Elias, für dieses Gespräch. Das also Elimba und du hast gerade die Partner erwähnt, die vorbeigekommen sind. Ohne die wäre das gar nicht möglich, ne? Natürlich nicht. Also so ein Fest, das lebt von den Menschen, die das gestalten, genauso wie von den Menschen, die das letztendlich durch ihren Besuch zu einem Erfolg machen. Und so solche Dinge kann man nicht alleine machen. Ne? Das Leben lebt von Beziehungen und es sind die Menschen, es sind die Begegnungen, die das Leben lebenswert machen. Und das ist nämlich das Besondere, aber das Thema Essen ist natürlich bei Lennep Lecker auch sehr wichtig und dafür zuständig hauptsächlich in diesem Jahr wieder Tobi Riemann, der viele, viele interessante Sachen vorbereitet hat.
Bei der Pressekonferenz hast du ja richtig schöne Sachen genannt, die du ja heute hier anbietest bei Lennep Lecker. Wie sieht's aus? Ja, sehr gut. Wir haben tolle Sachen mitgebracht. Unter anderem eins, was ich euch gerne mal zeigen würde. Das ist Himmel und Erd 2.0. Ein Bratapfel mit Blutwurst gefüllt auf einem Trüffelpüree mit einer Zwiebelschüe dazu. Was die liebe Kim gerade hier anrichtet. Oh, das sieht aber. Ja. Jetzt kommt der Bratapfel noch oben drauf. Den kennt man ja aus der Weihnachtszeit. Der ist ja normalerweise dann mit Marzipan und Nüssen gefüllt. Und wir haben ihn einfach mal mit einer Blutwurst gefüllt. Mit einer Blutwurst, die also die da drin ist? Ganz genau. Also hier kann man ja auch sehen, da ist die Blutwurst drin. Und jetzt kommt oben drauf diese Zwiebelschüe. Und so sieht das Ganze dann. Also es riecht ja schon mal sehr, sehr lecker. Ne? Aber ihr habt auch weitere Sachen bei euch hier im Angebot. Ne? Der Rüdiger arbeitet da hinten gerade was. Der Rüdiger, der macht da auch ganz was Leckeres gerade da hinten. Der macht gerade Rapsnudeln. Also wir haben Raps geschmort und dazu gibt es diese gefüllten Tortelloni mit Spinat und dazu Kirschtomaten, Olivenöl und Parmesan obendrauf. Lennep Lecker, wie wichtig ist das, dass du hier bei so einer Veranstaltung auf dem Alten Markt mitmachst? Sehr wichtig, da wir ja ein Lennepper Unternehmen sind und wir das ja, ich sag mal, mit ins Leben gerufen haben im Bernd Steinhoff vor, das ist jetzt dieses Jahr das dritte Mal. Das erste Mal war ja im Augusta Hart Horizonte. Letztes Jahr waren wir hier schon in der Altstadt und ja, dieses Jahr das dritte Jahr und das Wetter spielt mit. Es fühlt sich langsam, eine tolle Band auf der Bühne, wie immer eine tolle, gelungene Veranstaltung. Ja, und die zwei Teller sind ja angerichtet, jemand wird sich jetzt drüber freuen und danke dafür, ne? Sehr gerne, guten Appetit. Also, tolle kulinarische Sachen, die der Tobi dieses Jahr wieder aufgetischt hat und ja, so soll es ja auch sein, ne? Lennep Lecker. Ja, genau so muss es sein. Meine Oma hätte gesagt, tu dem Körper etwas Gutes, damit die Seele sich drin wohlfühlen kann. Der Tobi und alle anderen, die kriegen das immer wieder super auf die Platte und ja, großartig. Und wenn wir zum Thema Getränke kommen, ihr hattet ja jetzt hier auch euren eigenen Stand, was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben zum ersten Mal hier Lennep Lecker mit einem Weinstand bereichert. Ich persönlich bin mal losgezogen, habe verschiedene Weine ausprobiert und gedacht, was mir schmeckt, könnte gegebenenfalls auch dem einen oder anderen schmecken. Wir haben hier einen schönen Pinot Grigio angeboten, einen sehr schönen Rosé und einen Nero de Avolo. Und ich habe vorhin mal mit Frank Ebbinghaus, dem Verantwortlichen hinter dem Stand, gesprochen. Und der hat gesagt, unsere Erwartungen sind deutlich überfüllt. Wir sind nahezu ausverkauft. Oh, das hört man sehr, sehr gerne. Aber ganz wichtig auch ist ja die Truppe vom Knoten aus Düsseldorf, die vorbeigekommen ist. Denn ohne die wird es hier keinen professionellen Bierstand geben. So ist das. Der Knoten hilft uns sehr. Denn man muss ganz klar sagen, wir haben das letztes Jahr hingekriegt mit dem Bierstand. Aber es hat uns deutlich an unsere Grenzen gebracht, was auch den Entschluss nahegelegt hat, Profis mit dahin zu holen. Und wunderbar, dass wir in Lennep Leute haben, die uns dann so zur Seite stehen. Und ich habe mal vorbeigeschaut beim Bierstand. Der Bierwagen an diesem Wochenende wird gemanagt vom Team vom Knoten aus der Düsseldorfer Altstadt und der Michael bei mir. Wieso macht ihr das überhaupt? Weil wir dem Augusta Hartheim einfach helfen wollen. Sie haben uns gefragt, ob wir den Bierwagen machen könnten. Sie haben uns auch im Altstadtfest hier die letzten 2-3 Jahre erlebt oder die letzten 4-6 Jahre erlebt. Und da haben sie uns einfach gefragt, ob wir mit dem Team nicht antreten können, weil es halt alles Profis sind. Und da haben wir gesagt, gerne. Und wenn man sieht, ihr managet das gut. Sind halt alles Profis am Werk. Da kann man nichts verkehrt machen. Eine Sache, die ich dich trotzdem mal fragen wollte. Guck mal, ich habe hier so, ich kenne das früher von Busfahrern irgendwie. Oder aus Bussen solche Gerätschaften mit Geld. So waren die mal gedacht, aber mittlerweile sind das Kellnerkassen und die kann man auch heute noch kaufen in der Firma in Frankfurt. Und Lennepper Sommer, Lennep Lecker, wie ist das für dich persönlich, hier mitmachen zu können? Als Ur-Lennepper ist für mich natürlich der Lennepper Sommer und hier in der Altstadt überhaupt irgendwas zu machen, eine Sensation. Ich finde das immer wieder toll, weil die Stimmung ist einfach klasse. Die Aussteller oder beziehungsweise die Mitwirkenden auf diesem Lennepper Sommer sind halt einfach toll und da macht es einfach Spaß, damit zu arbeiten. Also, auch am Bierstand Michael und seine Frau und alle, die da waren. Tollen Job, den die da gemacht haben. Dein Fazit? Mein Fazit, Lennep Lecker scheint sich wirklich zu einem Erfolgsmodell hier für uns in Lennep und darüber hinaus zu entwickeln. Wir machen es gerne weiter. Wie wichtig ist es denn für euch als Augusta Hart Horizonte mit so einer Geschichte hier mitten in der Altstadt, mitten in Lennep zu sein, dass die Leute auch erfahren und ja, wissen, was ihr tut? Ja, also aus meiner Sicht ist das immer noch so lange wichtig, bis diese Frage nicht mehr gestellt wird.
Wir sind einfach Teil hier in Lennep, wie eine Schule, wie ein Kindergarten, wie die Vereine, die LTG, die LKG etc. etc. Wir sind Teil, wir üben den Schulterschluss und das soll verstanden werden. Dafür wollen wir Vorbild sein, deswegen tun wir das. Dankeschön, Bernd, für dieses Gespräch. Also Lennep Lecker 2018 als Teil des Lennepper Sollers. Ein wunderschöner Abend. Und ja, wir lassen ihn jetzt ein bisschen ausklingen. Und es geht weiter mit dem Lennepper Sommer in den kommenden Wochen.